Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ihr seht hier gerade, ich bin nicht zu Hause. Ich bin ungefähr 700 Kilometer weg von zu Hause auf dem Breinpolthof und hier besuche ich Sammys Papa und nehme euch heute einfach mal mit durch den Tag und zeige euch den wunderschönen Hof. Es ist nämlich mega schön hier, wir haben traumhaftes Wetter und hoffentlich einen schönen Tag heute. Vergesst mir auf jeden Fall nicht auf Instagram sowie auf TikTok zu folgen, da heiße ich genauso wie hier Anja Fee und viel Spaß beim Video. Wir sind von München aus gestartet und Richtung Breinpolt gefahren. Wir sind ungefähr eine Stunde noch mal gefahren. Die Fahrt war aber echt super. Und dann sind wir auch schon auf dem Hof angekommen. Und das sind die Stallungen. Und so sieht das Ganze so von außen aus. Wir hatten einfach so tolles Wetter. Und hier könnt ihr auch schon Sternbild sehen. Das ist Sammys Papa. Zu ihm erzähle ich aber auch gleich mehr, denn ich durfte ihn heute auch noch reiten. Wir machen jetzt aber erstmal eine kleine Hoftour. Hier seht ihr schon mal die Weiden, die sind einfach so schön groß. Das ist die Führanlage und auch die Paddock-Boxen. Eigentlich jede Box hat einen großen Paddock. Das ist die Deckstation, denn dort werden auch Stuten gedeckt. Und hier seht ihr nochmal die Paddock-Boxen. Und die Reithalle, die ist 40×20 groß und sehr schön hell. Das ist nochmal der Reitplatz, den werdet ihr aber gleich nochmal sehen. Und nochmal die Stallungen, die sind einfach so sauber, genauso wie der Putzplatz und die Sattelkammer. Und dann durfte ich Sterni auch schon aus der Box holen. Der hat von mir dann erstmal natürlich eine Krauleinheit bekommen. Eigentlich wollte ich ihn nur rausholen, aber ich konnte nicht widerstehen, denn er geht genauso auf Krauleinheiten ab wie der Sammy. Das ist einfach unglaublich. Dann habe ich ihn aber wirklich rausgeholt und im Hintergrund seht ihr den Ahu-Ast, der ist auch einfach so süß. Am Putzplatz habe ich ihn mir dann erstmal ganz genau angeguckt, auch seine Brandzeichen und wie der Körperbau an sich ist. Hier könnt ihr mit ganz viel Fantasie das Haflinger Brandzeichen erkennen und vorne steht einmal TH, das steht für Tiroler Haflinger. Dann habe ich den Sterni erstmal noch weiter gekrault. Er ist übrigens mittlerweile 16 Jahre alt und deckt auch nicht mehr, aber ist immer noch im Sport aktiv und er ist einfach genauso verrückt wie Sam. Es ist unglaublich, wie viel Charakter sich wirklich vererben kann. Er ist genauso verschmust und hat auch irgendwie die gleichen Macken wie der Sammy, dass er einfach alles anlutschen muss und spielt und ja, dieses Putzen auch total gerne mag. Und ich finde, von unten sieht der Sammy auch einfach extrem ähnlich. Und diese Schlabberlippe, es ist einfach so goldig. Ich erkenne einfach so viel von meinem Pferd in ihm wieder und es hat so viel Spaß gemacht. Dann habe ich seine Mähne versucht einzuflechten. Das war erstmal viel mehr Mähne, als ich erstmal gewohnt war. Die ist zwar ein bisschen kürzer, aber die ist so unglaublich dick. Die wurde nämlich auch abgeschnitten, weil sie so dick war. Und ja, der Zopf, wie gesagt, hat am Ende nicht gehalten. Kleiner Spoiler. Dann haben wir nämlich auch wieder aufgemacht. Und das Augenkraulen findet der Sterni nämlich auch ganz toll. Das findet der Sammy auch so toll. Und dann ging es nämlich für uns auch schon weiter auf den Dressurplatz. Bei dem Wetter musste man das natürlich ausnutzen. Zuerst ist die liebe Maike geritten. Die reitet die meisten Pferde auf dem Breinpolthof. Und die wollte uns ihn natürlich erstmal dann zeigen. Ich wollte ihn ja auch mal vom Boden sehen, wie seine Gänge aussehen. Und er läuft einfach so schön. Er hat so einen tollen Galopp und wie die Mähne dann herumfliegt. Ich war einfach absolut verliebt in dieses Pferd und und die Maike ist ihn auch ganz schön vorgeritten, ganz fein, wirklich toll gerittenes Pferd. Und wie schön glänzt er bitte in der Sonne. Er ist wirklich ein Goldstück, wortwörtlich. Und dann durfte ich sogar noch reiten. Ich habe dann ganz schnell meine Stiefel und meinen Helm und Handschuhe aus dem Auto geholt und habe diese dann angezogen und durfte dann wirklich reiten. Ich war so happy, damit habe ich gar nicht mehr so gerechnet. Dann haben wir erstmal unsere Beine verglichen, wie viel länger wir die Bügel machen mussten. Und dann saß ich auch schon drauf. Ich muss sagen, es war wirklich viel weniger Pferd als Sammy. Sammy ist ja wirklich ein deutliches Stück breiter. Und die Clara war übrigens auch da. Nochmal vielen Dank an Clara und ihre Schwester fürs Bilder und Videos machen. Ja, von oben hat sich das Ganze super cool angefühlt, war richtig, richtig cool, ist halt wirklich ein ganz anderes Pferd, aber ich habe auch wieder beim Reiten so viel Ähnliches gemerkt, was ich auch beim Sammy kenne. Erstmal ein bisschen Schritt, dass wir uns kennenlernen konnten. Er war erstmal ein bisschen verwirrt von einem anderen Reiter. Aber ich war einfach so unglaublich glücklich. Und dann sind wir ein bisschen durch die Gegend getrabt. Er ist auch super schön zu sitzen gewesen und ganz fein vorne im Maul. Und ich lasse euch jetzt einfach mal die Reitvideos hier zum Genießen und zum Anschauen.
ja, zum Ende hin bin ich ihn einfach noch mal ein bisschen vorwärts, abwärts getrabt, habe ihn dann auch gelobt und wir sind dann noch ein bisschen Schritt gegangen. Jedoch waren die Bremsen wirklich so aggressiv, dass wir dann relativ schnell wieder reingegangen sind. Und dann habe ich ihn auch noch abgeduscht. Das findet der Gute nämlich genauso toll wie Sammy. Er liebt es einfach abgespritzt zu werden und natürlich auch nur mit warmem Wasser, wie es sich für eine Prinzessin gehört. Es gab dann erstmal nochmal eine Krauleinheit und ich habe dann noch die Beine und die Sattellage abgespritzt und er hat das einfach so genossen. Guckt euch mal bitte diese Schnute an, es war so süß. Dann durfte der Kleine auch wieder in die Box und dann ging es weiter mit Armani Ass, das Bewegungswunder des Hofes. Dieser Hengst läuft einfach abartig toll. Er hat einfach so schöne Gänge, so unglaublich raumgreifend. Man denkt gar nicht, dass das wirklich ein Haflinger ist. Die Maike ist ihm am Anfang wieder geritten und dann durfte ich auch noch drauf. Das war auch wirklich wieder ein absolutes Highlight. Es ist einfach so ein toller Hengst und ich kenne ihn natürlich auch schon vorher. Und er ist einfach ein mega Poser gewesen. Und dann ging es auch schon los mit dem Reiten. Erstmal mit dem Schritt. Man sieht hier auch schon im Schritt, was das für ein unglaublich raumgreifender Schritt ist. Einfach richtig toll. Und im Trab ging es weiter. Leute, das war so unglaublich toll zu sitzen. Mir kommen jetzt schon wieder die Tränen in die Augen. Und man sieht auch an meinem Gesicht, wie happy ich war. Und was ich für ein Staunen im Gesicht hatte. Es war einfach so ein tolles Reitgefühl. Er war übrigens gar nicht so leicht zu sitzen. Ich war dann aber ganz glücklich, dass ich es sogar in der Trabverstärkung auch geschafft habe, einigermaßen sitzen zu bleiben. Und es ist einfach so ein tolles Pferd gewesen. Also wirklich richtig, richtig toll. Und er hat sogar noch ganz viele Nachkommen gezüchtet. Also falls ihr auf der Suche nach einem bewegungsstarken Haflinger seid, dann schaut mal nach der Linie von Armani Ass. Richtig tolles Pferd. Der wurde dann am Ende auch noch geduscht von meiner Mama. Und dann ging es parallel direkt weiter mit Argentino Ass. Das ist übrigens der Papa von dem Armani Ass, den ich gerade eben geritten bin. Das Geschirr war von der Marke Sam. Das fand ich total witzig. Also ich glaube, wenn der Sam irgendwann gefahren wird, kriegt er von dieser Marke ein Geschirr. So sah das Ganze von hinten aus. Ich bin wirklich das allererste Mal in meinem Leben irgendwie Kutsche gefahren. Wir haben den Argentino dann erstmal vor die Kutsche gespannt. Der ist nämlich 2 Jahre lang gar keine Kutsche gefahren, aber der ist ein richtiger Profi. Dann sind wir erstmal ein bisschen durch die Gegend gefahren bei wunderschönem Wetter und wunderschöner Aussicht. War so toll. Die Maike ist noch nebenher gefahren mit dem Fahrrad und wir durften auf der Kutsche sitzen und sind dann Richtung einem Grasplatz gefahren und durften dann auch einmal schon mal traben. Das ist wirklich total anstrengend für die Pferde, deswegen haben wir auch nicht so viel gemerkt. Hier seht ihr den einmal auf dem Grasplatz. Es ist wirklich so ein tolles Gefühl gewesen und das macht einfach so viel Spaß. Und ich durfte dann auch noch Kutsche fahren. Ich war total geflasht. Es war so cool. Ich bin dann wirklich das erste Mal in meinem Leben wirklich richtig Kutsche gefahren und durfte auch die Leine in der Hand halten. Erstmal sind wir natürlich nur Schritt geritten und haben so ein bisschen die Wendungen geübt und dann ging es auch gleich schneller weiter. Hier seht ihr einmal den Argentino im Trab, aber das war wirklich super anstrengend. Das war auch wirklich sehr, sehr warm, als wir da waren. Deswegen sind wir dann auch schon wieder Richtung Hof gefahren. Ich durfte dann auch zurückfahren. Links seht ihr auch den Hof, wo wir dann hingefahren sind. Also es war wirklich nicht weit, aber es hat so viel Spaß gemacht. Der hat dann auch noch eine Dusche bekommen und das war unser Tag. So ihr Lieben, das war's auch schon von dem Video. Ich habe mir jetzt schon mein Kleid angezogen, denn wir werden jetzt noch auf den Berg fahren und den Tag genießen. Und ja, es ist ja einfach so schönes Wetter. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, vergesst mir nicht, auf Instagram und TikTok zu folgen. Ich habe das alles in der Bio verlinkt. Ich habe auch die Webseite vom Hof verlinkt, genauso wie die Instagram-Seite. Es ist einfach so schön hier. Und ja, das war's.